Terra, 4-1 gegen Lotte. Gib uns mal heute deine Einschätzung zum Spiel. Ja, es war ein enttäuschendes Spiel für uns. Wir haben von der ersten Minute die Zweikämpfe nicht angenommen. Und so ist halt aber halt in der Regionalliga, dritte Liga, dass man da wirklich erst nur über einen Kampf kommen muss. Ja, und das haben wir heute vermissen lassen in der ersten Halbzeit. Ja, und das ist eigentlich sehr, sehr traurig, weil wir uns heute sehr viel vorgenommen haben. Ja, enttäuschend einfach, ne? Auch gerade jetzt auch wieder viele mitgereiste Fans. Ja, und das tut dann natürlich weh, wenn die dann da jetzt wieder mit einer 4-1-Klatsche nach Hause müssen. Ja gut, jetzt aber meckern hilft nichts. Ne? Wir haben eine junge Truppe, die in so eine Lernphase gerade macht. Ich denke mal, die brauchen so Sachen, um auch reif zu werden. Und ich denke mal, dass wir gegen Leverkusen eine andere Mannschaft sehen werden und dass wir da auch wieder punkten werden. In der zweiten Halbzeit ansatzweise den Zweikampf viel mehr gesucht und aggressiver gespielt. Was ist trotzdem der Unterschied, dass dann trotzdem Lotte noch 4-1 gewinnt? Ja gut, ist klar, man nimmt nachher das an, man investiert mehr, man macht mehr nach vorne, aber dadurch entstehen auch mehr Löcher nach hinten. Und dann haben die natürlich auch die Chancen brutal ausgenutzt, muss man einfach sagen. Ne? Also wir hätten uns auch nicht beschweren können, wenn wir das eine oder andere Tor mehr gekriegt hätten oder haben. Und deswegen, ja, ich denke mal, das Ergebnis geht in Ordnung. Glückwunsch hierhin und wir haben eine gute Truppe. Danke dir schön. Alles klar.